So, und herzlich willkommen wieder zurück. Und wir werden wieder einmal angegriffen. Ist das nicht schön? Und unsere Highschool läuft hoffentlich auf Hochtouren. Warte mal, ich glaube, ich muss die mal höher pushen. Die müssen schneller was hinkriegen. Finde ich jedenfalls. Absolventen 53, das ist schon ganz nice. Nur zu einer Botschaft von El Presidente. Kauft Kriegsanleihen. Sie helfen uns, den Krieg zu gewinnen. Und ihr könnt tolle Preise abgreifen. Ach, die Achsenmächte gehen gar nicht mehr, ne? Okay. Okay. Tropico wird angegriffen. Und das sind diesmal sehr viele Panzer. Kann das sein? Wo sind denn meine Truppen hier? Wo sind meine Truppen? Warte mal, machen wir mal hoch. Alter, das geht doch jetzt gegen Baum, habe ich das Gefühl. Und dabei läuft das eigentlich so gut bei uns auf der Insel. Religiöse sind auch ganz weit unten. Oh, Hilfe. Ich weiß gar nicht, wie ich die nächsten Wahlen hinbiegen soll. Tropico wird angegriffen. Ja. Oh, ich will eigentlich ohne Kriege spielen. Was gehört denn nun mal dazu? Manchmal mache ich mir Gedanken über ihre Beichte. Eine Kapelle bauen, ja, das mache ich. Nach dem Angriff. Ja. Wo sind meine Truppen? Alter, ich habe hier so viel gebaut, ja, aber meine Truppen. Gute Show. Gar nicht schlecht. Fast eines Engländers würde ich sagen. Aber lassen Sie uns nicht übertreiben. Alliierte Botschaft besuchen. Wie mache ich denn das? Da. Ich habe keine Ahnung. So, da kommen jetzt meine Panzer so langsam, aber sicher. Da ist noch eine Panzertruppe. Oh, jetzt von der Lage hat schon wieder nix. Nix haben die, nix. Wo bleiben denn meine ganzen Truppen, ey? Da, überall ist ein bisschen was verteilt. Was ist hier los? Müsst ihr euch erst noch sammeln oder was macht ihr hier? Was ist hier los? Ressource erschöpft! Na, ja, dann kann es abgerissen werden. Puh, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan mehr, wie wir das hier hinkriegen sollen. Mein Gott, Präsidente! Sie werden nie glauben, was passiert ist. Wir haben den Krieg gewonnen. Keine Ahnung, wie wir es geschafft haben. Okay. In den Kalten Krieg voranschreiten. Die Kriege sind vorüber, Präsident. Ich würde euch küssen, wenn das nicht Hochverrat wäre. Okay. Was stellen Sie die Absicht von 6 politischer Fraktionen? Entscheiden Sie sich, mit welchen beiden gegnerischen Supermächten umgehen? Senden Sie Spione aus, um zukünftige Forschungsmöglichkeiten zu beschaffen, um Ihr Volk. Okay. Ökologie können wir jetzt machen. Was ist denn das? Abgasfrei. Senkt die Umweltverschmutzung von Industriegebäuden um 50 und ihre Effizienz um 20. Senkt den Energiegebrauch von Industriegebäuden um 10. Senkt die Effizienz von Industriegebäuden um 5. Und ihre Umweltverschmutzung um 5. Wirtschaftssondergenehmigung. Okay, erhöht die Effizienz von Industriegebäuden um 10. Erhöht die Umweltverschmutzung und Industriegebäuden um 50. Effizienz will ich eigentlich gar nicht so großartig senken. Aber hier haben wir Energieverbrauch um 10. Das klingt ganz nett eigentlich. Gewaltenteilung. Kosten für Bürgeraktionen sinken um 90%, außer für Bestechung. Das mache ich sowieso nicht.
Die Bürgeraktion ist ein Gerichtsgebäude nötig. 20% Inflationskosten werden auf das Schweizer Nummernkonto. Okay. El Presidente kann keine Bürgeraktionen erlassen, außer Bestechung. Erhöht globale Freiheit. Machen wir mal das hier. Ja? Machen wir mal das hier. Was ist denn jetzt hier mit dem Angriff? Warum ist denn der immer noch? Ja, damit können wir so ein bisschen hinhalten, ja, die Kollegen hier. Aber mehr auch nicht gerade. Handel haben wir gerade derzeit gar keinen. Ostblock, Westmächte. Ich kann gerade beide nicht loben. Wahrscheinlich, weil ich die in einer... Wären Sie hier an irgendetwas in... Na, gerade nicht. Das gucke ich mir gleich an. Das gucke ich mir alles gleich an, was jetzt Neues dazu gibt. Was ist denn jetzt hier mit meinem Militär? Eine strahlende Zukunft der Zusammenarbeit von Ost und West erwartet die Nachkriegswelt. Ja, das Militär, das stoppt hier irgendwie. Die kommen nicht richtig aus dem Pushen, habe ich das Gefühl. Es arbeiten ja überall hier welche, ja. Naja, gut, außer in den Kasernen, okay. Gut, sehe ich vielleicht ein. Das hier muss ich auch noch einstellen. Das hier ist jetzt fertig. Yay. Wie viel leben denn noch? Wie viele Einheiten? 4. Okay, eines wurde gerade totgegangen. Also ist gerade weg. 3 Einheiten leben noch, ja. Das verstehe ich halt nicht, warum... Lümmeln die alle noch hier so extrem dolle rum. Macht mal was gegen, bitte. Ey, wenn der Palast wieder fällt, ja, dann ist hier was los. Da kommt noch eine Truppe von mir. Irgendwie haut das nicht so ganz hin. Ehrlich gesagt. Ich glaube, hier die Kohleenergie, das müssen wir auch bald alles umschalten auf Elektrostrom oder sowas, oder? Frachter wieder Geld über. Oh, Bevölkerung, was ist denn da los? Schön in orangenem Bereich. Okay. Ist auf jeden Fall interessant. Und was ist mit ihm hier? Haben Sie es jetzt mal hier langsam bald? Okay, hier kommen auf jeden Fall jetzt gerade 2 Truppen. Komm, jetzt haut die mal endlich weg. Jetzt haut die endlich mal weg. So, haben wir jetzt den Angriff gestoppt? Hier ist eigentlich noch jemand, ja? Aber der kommt auch nicht so richtig aus der Pushen, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die kommen da nicht so ganz aus der Pushen. Ich werde aber hier mal wieder ein bisschen runtersetzen, ja. Oh, Hilfe. Was ist das hier? Aha. Atomwaffentest. Vorgeschriebene Mülltrennung verringert die Umweltverschmutzung aller Wohngebäude um 40, erhöht die Unterhaltskosten aller Wohngebäude um 20, verschlechtert den Ruf bei den verbessert den Ruf bei den Umweltschützern. Alter, wir könnten jetzt hier sehr, sehr viel erforschen. Atomkraft. Okay. Highschool, ich glaube, das wäre noch ganz wichtig. Wir machen mal auch die Atomkraft.
Allein nur, weil ich wissen will, wie wir dadurch jetzt Strom erzeugen. Ich habe gedacht, dass wir schon irgendwie Ökostrom oder sowas, Windräder oder sowas machen müssen. Machen können. Machen müssen. Jeder Highschool-Schüler, der nach Abschluss eine Chance von 5% direkt die Universität zu erlangen, erhöht die Unterhaltskosten von Highschoolern um 50%. Okay, alternative Nahrungsquellen. Was? Der Wert wird für Bürger, die aufgrund von geringer Gesundheitsversorgung sterben, um 10 erhöht. Diese Forderung ist 2 Jahre lang lieb, okay. Kathedrale. Ich würde mal das hier, die Gebäude und sowas alles ein bisschen verbessern wollen, glaube ich. Immer so, keine Ahnung gerade. Da ich gerade echt wenig Plan. Wir müssen sowieso mal gucken. Fraktion, wie haben wir denn jetzt eigentlich alles? Achso, jetzt haben wir noch die Umweltschützer und die Industriellen. Okay. Interessant. Und jetzt kann man den West- und den Ostblock. Okay, das ist natürlich jetzt so nervig, weil der da oben steht. Das ist, keine Ahnung, ich glaube, das ist ein Bug. So, hier machen wir mal den Ostblock rein und hier machen wir mal den Westblock rein. So, den können wir auch, glaube ich, beide loben. So. Na? Und hier haben wir schon wieder keinen Verteidigungsminister. Was haben wir denn hier? Polizeiwachenstellen? Ja. Machen wir mal das hier, ja? Minister einstellen. Nö. Alles gut. Atomraketen! Die Zukunft der Kriegsführung? Oder weltvernichtender Wahnsinn? Ein neuer Bericht des Palasts kommt zu folgendem Schluss. Streng geheim. Wir könnten mit dem Bananen machen, ja. Mit denen könnten wir Kakao machen, ja. Hier könnten wir rum, machen wir glaube ich auch. Jetzt bräuchten wir, was bräuchten wir jetzt noch? Einmal noch die West... Die Wessis, da können wir den Bananen an. Quatsch, hier. Wollen wir den Fisch oder Kakao anbieten? Komm, wir probieren es mal mit Fisch, ja. So, dann haben wir Bananen, Kakao, Rum und Fisch. Die exportieren wir jetzt. Hier, das hier, okay. Sie hätten schon alles fertig gebaut? Nee, ist immer noch voll dabei, ja. Ist immer noch alles voll dabei. Guck mal, wir haben gerade so viel Geld. Alles, was jetzt im Bau ist, das beschleunigen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, das beschleunigen wir jetzt mal hier. Zack. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wem ich hier alles überhaupt noch angeklickt habe und wem nicht. So. Damit das hier alles mal in Gang kommt, langsam. Und dann müssen wir sehr viel einstellen. Ich glaube, das Einstellen, da würde ich entweder einen Cut setzen oder keine Ahnung. Ich glaube, das dauert sonst einfach echt zu lange. Das hier ist echt ein bisschen nervig gerade. Das ist gerade echt ein bisschen nervig. Als Steuermann der Industrie denke ich oft darüber nach, mir ein eigenes Boot zu kaufen. Meistens gebe ich das Geld stattdessen für mehr Fabriken aus. Ändert die Verfassung bei Ökologie zur Wirtschaftssondergenehmigung. Die Verfassung ändern? Kann ich das überhaupt? Okay, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ich würde nie den Tag... So, das hat mich jetzt natürlich... Warum ist denn das immer noch so schlecht? Okay. Wir müssen mal bei Fortnum gucken. Ich glaube, das hier können wir wieder rausnehmen. Das hier würde ich sogar drinnen lassen. Das würde ich drinnen lassen. Hier haben wir noch gar nichts. Doch, hier haben wir schon was. Senkt die Effizienz auf allen Farmen und Mastbetrieben um 15. Erhöht die Arbeitsqualität.
Standard-Exportpreis vom Fleisch um 10% verschlechtert den Ruf bei Industriellen, verbessert den Ruf bei Umweltschützern. Glückliches Fleisch. Und was ist das hier? Steuersenkung? Verbessert die Zustimmung aller Bürger. Die Verordnung kostet 5 pro arbeitenden Bürger. Die Verordnung hat eine Abkühlphase von 5 Jahren. Oh, nö. Das hier könnte man mal machen. Studien. Ja. Militärpolizei hauen wir mal raus. Wieder. Das hier hinten können wir drinnen lassen, würde ich sagen. So. Ja, es pimmelt hier immer die ganze Zeit mein Militär hier so rum. Das finde ich irgendwie doof. Was sind hier schon wieder? Ich kann euch doch nicht noch mehr loben. Ich geht doch nicht. Meine Lieben. So, ich habe jetzt gerade keinen Plan mehr. Obdachlose Familien, 100, arbeitslos. Ja, jeweilig. Wir haben auch keine Kohle mehr. Wir müssen irgendwie noch, können wir dieses Gebäude hier nicht irgendwie dieses Schiff hier nicht irgendwie loswerden? Das ist echt nervig. So, wie sieht's denn hier aus? Was haben wir eigentlich noch für eine Energiebilanz? 600. Das ist echt doof. Da kann ich auch gerade echt nicht viel machen gegen. Machen wir mal ein bisschen stapelt sie höher mit rein. Ja. So, damit auch die Obdachlosen ein bisschen wegkommen. So, den können wir jetzt hier machen. Schleppnetz. Den Zirkus können wir eventuell ein bisschen was machen. So. Was haben wir hier noch? Wir haben das hier noch. Eieieiei, zack. Dann haben wir das hier noch. Wo bin ich hier stehen geblieben? Bei denen hier, ja? So, ich hoffe, dass ich denn im Grunde genommen keinen vergessen habe. Genosse, lesen Sie diese kodierten Anweisungen, verbrennen Sie dann das Kommuniqué und essen Sie die Asche. Aha. Nö, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich will niemanden bevorzugt in den Arsch kriechen. Also, es werden immer mehr Angreifer angeblich, ja? Oder übersehe ich hier gerade irgendwas zufällig? Nee. Und die schöne Tropico-Musik ist irgendwie weg. Seit Ewigkeiten mittlerweile schon. Die ganze schöne fröhliche Musik, das ist so. Das war irgendwie das letzte Mal besser. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas gepatcht haben. Diese Angebote sie an? Sie sind alle. Oh, habe ich das gar nicht angenommen gehabt? Leder exportieren. Okay, Entschuldigung. Tut mir leid. Es tut mir leid. Sag mal, ist das Bevölkerungslimit irgendwie 1800? Oh, guck mal, die Obdachlosen sind zurückgegangen. Ist das Bevölkerungslimit irgendwie auf 1800? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und was ich noch gar nicht geguckt habe, was können wir eigentlich Neues bauen? Und die ganzen Militäreinheiten. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal komplett neu starten, weil das hier backt irgendwie voll keiner rum. Überschreiben, ja. Ich habe mir sogar, guck mal hier, ich habe mir sogar einen Spielstand gemacht, Ende Weltkriege. Ende Weltkriege, ja, bevor wir rübergegangen sind ins neue Zeitalter. So, ich glaube, ich muss das Spiel nach der Folge einfach nochmal neu laden.
Das backt hier in meinen Augen ein bisschen rum. Ich würde denn in der Zwischenzeit aber die ganzen Häuser und Spaß alles. Tropico ist überbevölkert. Okay. Ich weiß aber nicht, wo ich das einstellen kann, dass das hier irgendwie mehr sein dürfen. Oder war das eine Voreinstellung, bevor wir das Spiel gestartet hatten? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir dürfen aber nicht mehr Leute sein. Wir haben einen Bevölkerungslimit von 1800. Ja, okay. Ist okay, sag ich mal so. Ja, müssen wir halt erstmal akzeptieren. Ja gut, pass auf. Ich würde jetzt sagen, ich würde diese Folge an dieser Stelle beenden. Und würde aber in Ostkühn schon mal die ganzen Wohnungen und alles mit Strom versorgen und die ganzen Krams, ja. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal. Ich werde das Spiel auch komplett nochmal neu starten, damit dieser Bug eventuell rausgeht hier mit diesem Panzer angeblich, ja. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob ich den danach behoben kriege. Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen. Juti, ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, hauen Sie rein. Tschüss. Grüße von Ihrer noch nicht feindseligen Nachbarnation. Präsident auf Lebenszeit. Viva Tropico!